Hey Leute, hier ist wieder euer Hax in Bayern. Nach einer kurzen Pause melde ich mich mal wieder. Und zwar mit einer Man-of-the-Match-Information. Xavi Hernández-Kroos wird 24 Stunden lang im Packs erhältlich sein. Und zwar lila. Am besten einfach mal die Attribute an. Funktioniert aber irgendwie gerade nicht. Jetzt 68 Tempo, er ist immer noch lahm wie eine Schildkröte. 74 Schießen, 96 Passen und 88 Dribbling. Das ist natürlich das, was ihn ausmacht. 68 Verteidigung, 53 Kopfball, ist jetzt nicht so der Bringer und der Rest ist uns auch eigentlich Mist und scheißegal. Wahnsinnskarte, echt heftig. Ja, zum Spiel kann ich nur sagen, ich habe gedacht und ich habe gehofft, dass Italien Spanien die Stirn bieten wird. Doch das ist dann ja leider dann nicht so passiert. Ich habe mir ein Finale gewünscht, wo es hin und her geht und wo Chancen auf beiden Seiten, aber auch Tore auf beiden Seiten gibt. Das ist ja dann leider nicht so passiert. Ich gönne es den Spaniern trotzdem und ich gratuliere den Spaniern. Ich gratuliere auch spanischen Abonnenten von mir, falls ich überhaupt welche habe. Ja, mich interessiert es natürlich, wie immer. Macht ihr ein Pack-Opening? Wollt ihr ihn haben? Mich interessiert auch eure allgemeine Meinung über Xavi Lila 93er. Ich werde vielleicht diesmal ein kleines Pack-Opening machen, 2-3 Pack oder so öffnen, ich weiß noch nicht, wie viele Münzen ich noch erhandeln kann momentan. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder mit der Man-of-the-Match-Information, aber noch kurz zukünftige Projekte, und zwar möchte ich jetzt, nachdem viele von euch gefordert haben, ein neues Squad-Building gefordert haben, werde ich diesem Wunsch natürlich entsprechen und werde dann morgen oder übermorgen ein neues Squad-Building-Video hochbringen. Ich muss noch ein paar Tore schießen mit meinem neuen Team, ein paar Tore aufnehmen, schneiden und ihr wisst ja selber Bescheid. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ganz kurz Danke an alle sagen. Mittlerweile habe ich die 350 Abonnenten geknackt und das freut mich natürlich sehr. Hätte ich nie gedacht und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, und nochmals danke an alle. Und es werden natürlich auch weitere Dinge folgen. Livestream habe ich demnächst mal geplant. Mein zweiter wäre das dann. Abo-Special. Giveaway wird es wahrscheinlich bei FIFA 12 nicht mehr geben. Oder vielleicht auch doch, ich weiß noch nicht. FIFA 13 dann eher. Ja, und lasst euch einfach überraschen. Also, der Kanal geht auf jeden Fall nicht unter und ich werde immer aktiv bleiben. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt fleißig eure Meinung in die Kommentare unten rein. Und ich melde mich dann demnächst wieder und sage erstmal ciao, euer Haxenbayer.